Kai, das Glück war heute irgendwie nicht auf eurer Seite. Was meinst du? Ja, erste Halbzeit haben wir es, sage ich mal, selber verbockt. Da standen 7:1 Chancen, soweit ich mitgezählt habe. War ein wenig bitter. Hätten halt das Tor machen müssen. Klar, in der zweiten Halbzeit war es dann wieder, sage ich mal, gut. Kam er wieder zurück, auch mit dem Mann Unterzahl, haben wir dann das Tor gemacht. Aber es fühlt sich trotzdem nicht irgendwie richtig an. Wir hätten trotzdem mit dem Sieg vom Platz gehen müssen, meiner Meinung nach. Dein Torjubel war sehr emotional und ich habe den Eindruck gehabt, als ob du noch in deiner Freizeit nebenbei Boxen machst. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du das Tor gemacht hast und ja, was hinter den Emotionen steckte? Ja, es kam ein langer Ball. Ich habe ihn festgemacht, habe mich aufgedreht, habe, glaube ich, 2 Spieler aussteigen lassen und habe mit einem Vollspann abgezogen. Der Ball ist eben reingegangen. Bin sehr glücklich über das Tor gewesen, war ein sehr emotionales Spiel und die Emotionen sind bei mir eben hochgekocht. Und ja, ich habe in meiner Freizeit schon geboxt, Thai-Boxen, aber das ist schon wieder ein wenig länger her. Jetzt spiele ich nur noch Fußball. Und heute hast du gemeint, der Platz sollte geboxt werden? Ja, wie gesagt, die ganze Emotion kam raus. In dem Moment habe ich nicht viel nachgedacht. Ich habe einfach gemacht. Was war denn, du hast gesagt, das Spiel wäre sehr emotional gewesen auf beiden Seiten. Was meinst du, was der Grund dafür war? Ja, der Platz, denke ich, war auch der ausschlaggebende Punkt. War ein sehr tiefer Platz, Bälle sind versprungen, viele Zweikämpfe. Vielleicht hat man auch mal einen Gegner erwischt, obwohl man nicht erwischen wollte. Dann eben wieder die Emotion und ja, ich denke, der Platz hat heute ziemlich viel dazu beigetragen. Ihr seid Herbstmeister und Rundenmeister quasi geworden. Der Aufstieg ist, denke ich mal, bei euch ein ganz klar festgelegtes Ziel. Wie geht ihr mit diesem Ziel um und wie geht ihr mit dem Druck um, der vielleicht da mit dabei ist? Ja, klar, das Saisonziel wurde schon besprochen intern, aber wir wollen eher die Ziele für die kurzsichtigen Ziele erfüllen, und zwar jede Spiele gewinnen. Die, wo jetzt kommen, und über den Aufstieg können wir reden in den letzten Spielen, würde ich sagen. Euer nächstes Spiel ist ein Freundschaftsspiel gegen einen Landesligisten, Lörrach-Brombach. Kannst du dazu ein paar Worte sagen? Und zum nächsten Spiel dann gegen Oberachern? Gegen Lörrach-Brombach habe ich nicht viel zu sagen. Wüsste ich nicht, was ich sagen soll. Ich weiß auch nicht, ob ich dabei bin. Gegen Oberachern, ja, Hinrunde haben wir gewonnen. Ist aber allerdings auch eine sehr gute Mannschaft, meiner Meinung nach gehört zu den Top 5 in der Liga. Und da gilt es genauso wie heute. Man muss alles geben, um gegen so eine Mannschaft zu bestehen und zu gewinnen. Es ist nicht selbstverständlich, dass der SC Freiburg in so einer Liga jedes Spiel gewinnt. Das ist sehr viel Aufwand und kostet auch sehr viel Kampf. Kai, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.